Gut. Trocken wird, kommen die Wellen, gell? Die Locken. Ja. Aber die ist nicht so sehr gelockt, ne? Die ist nicht so groß, ne? Großlockig, ne? Ja. Nicht so kleine Locken. Ja, also, sieht klasse aus, ne? Als ich Kind war, waren die ganz klasse. Also, das verliert sich irgendwann. Oder umgekehrt, ne? Dass man als Kind keine Locken hat und irgendwann kommen sie, ne? Hier stehen auch so sehr strenge Frisuren, ne? Stehen ja auch gut, ne? Aus dem Gesicht. Die strenge Frisuren stehen ja auch gut. Ja, deswegen wäre so ein schöner Pop, würde hier schon gut stehen. Das war so, ne? Oder was ganz kurzhaariges. Müssen wir jetzt nicht machen, aber können wir. Nee. Ja, die, die wirklich schön sind und, oder als Model gut sind, die heben gar nicht ab. Ne? Die ist trotzdem ganz normale Frau, ne? Das stimmt, die ist lieb. Ja. Die ist so Kindfrau-Typ, ne? Ja. Du kannst mit der viel machen, die ist sehr verwandlungsfähig. Ja, die geht dann aus dem Wald und hat einen Baum ums Ja, genau, ne? Ja, klar. Ja. Ne, du, wer drei Kinder hat, der muss auf dem Boden sein. Ne? Das ist richtig, ja, das stimmt, ja. Respekt. Thank you.
hättest du mich hier vorne länger, oder? Ja, ja.
Genau, wenn du 2 Stunden früher, also wäre gut, wenn du um 12 da sein könntest. 2 bis 3 Stunden. Oder sagen wir mal 3 Stunden. Ich mache beim ersten Mal nichts planen, weil ich gar nicht weiß, was wir machen können und so. Das beim nächsten, übernächsten Mal kann ich dir das dann genau sagen, was wir schulen und wie lange es dauert. Beim ersten Mal mache ich nie einen Plan, weil das immer anders kommt.
also diese Haare. Wie möchtest du es haben? Ah, nein, ich habe ganz oft hier so eine, dass es hier so ganz kurz ist. Mhm. Und dann jetzt so. Das wollte ich ringsrum kurz machen und die lang lassen. Also wie dick wären die Haare dann hier? Also wie viel Haar hätte ich dann hier? Also wären die alle so ganz kurz? Das wird sich durchziehen bis runter, hier, der Streifen, bis runter, alles kurz. Und die lassen wir aber lang. Also ganz, ganz kurze Pony. Nein, die Länge bleibt, wo ich jetzt hier unten habe. Guck. Die Länge würde bleiben. Nur hier wenn kürzer, die Länge würde bleiben. Wenn länger und da wieder so. So wie hier. So, ne? Ja, ja, okay. Okay, also wenn es nur hier so ein bisschen kürzer ist und dann so, dass es die, ein bisschen so vorn. Genau, ja. Ja. Okay. Und ich hab auch gar kein, wie heißt es, Glatteis? Glätteisen. Haben wir auch nicht. Ja, also in haben Deutschland und das, deswegen ist da nicht so, also nicht so kompliziert. Ja, aber Glätteisen gibt es doch bei uns. Ja, ja, klar. Ja, ja. Das weiß ich, aber ich habe auch, also, ich hab auch so eine, also eigentlich Glätteisen, okay. Also zu Hause in Finnland. Ach, du bist von Finnland? Ja. Wir haben gedacht, du bist aus Schweden. Finnland, Mikael Kinley. Michael, ne? Grüß dich. Ich glaube frei. Ja, was kostet?
für eine Augenfarbe hast du eigentlich? Grün? Ja, oder die Sachen, damit es geschnitten wird, ne? Ja. Das sage ich immer, also wenn du möchtest, dass es gleichmäßig lang wächst, ne? Und dann muss man von der gleichmäßigen Ausgangslänge ausgehen, ne? Nur dann wächst es ja gleichmäßig lang. Und der einzige Schnitt, den du wirklich exakt gleichmäßig hinkriegst, ne? Von der Länge her, ist die Glatze. Das sind dann alle gleichmäßig auf Null und dann kann es gleichmäßig lang wachsen. Oder siehst du das anders, Ulla? Ja, genauso. Gleichmäßig lang oder kurz, wie man es sehen will. Oder wenn Sie fragen, was könnten Sie sich denn mit meinen Haaren vorstellen? Dann sage ich immer, ich könnte mir Ihre Haare gut in unserer Vitrine vorstellen.
Das ist besser. Also, geht noch zusammen. Okay, dann ist es besser, dass es hier auch schon bleiben lässt. Okay. Aber nicht kürzer. Ja nicht. Muss ich es anmachen? Ah ja, so, dass man es hört. Thank you.
schönen Wirbel da hinten, gell? Ui, der geht so rüber, dann geht er rüber. So jit. Der Haaransatz hinten. Ja. Ja, geht, wächst so. Bisschen, ja. Verlagert. Weil ich habe Angst, also es ist so kurz und es wird so eine Dreieck. Das ist alle hier. Nee. Eine Länge. Guck, ich habe das nur ein bisschen ausgesoftet, dass es nicht so schwer fällt. Ja. Weißt du, darum habe ich es ein bisschen ausgesoftet. Also das ist, guck, das ist, du hast ja eh hier oben eine Stufe gehabt. Ja. Ne? Das war ja oben alles hier stufig. Ne? Zum Beispiel da, das. Ne? Das ist alles stufig, das, da habe ich ja gar nichts geschnitten. Habe ich nur ein bisschen angeglichen. Guck, wenn ich dir das jetzt zeige, zum Beispiel. Schau, das war ja schon alles kurz bei dir, ne? Ja. Das. Ja, aber es ist also immer noch, also das Gewicht ist hier unten und dann wird so eine, weil also ich hab genau so ein Haar gehabt, als ich so etwa 12 war. Und es war hässlich, weil mein Haar ist so lockig und dann war es so ein Dreieck. Ja, dann müssen wir aber das auch wegschneiden, ne? Das ist das Problem. Entweder ich habe von hier bis hier alles eine Länge. Das war es nicht. Das war ja alles gestuft. Ja. Das war. Genau. Dumm. Also ich finde. Oder ja, meinst du, dass ich es also damit zurechtkomme? Ich finde, es sieht gut aus. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, nee, kann ich nicht sagen. Was ist denn das, was aus Hemdicht ist? Das ist das, was aus Hemdicht ist. Grüß dich. Rex ist meistens glatt oder lockig? Lockig, weil also. Ich bin sehr faul mit meinem Haar. Aha. Dann ist es nicht geschlafen und dann habe ich auch der Universität.
auch her, dann ziehen wir. Weiß nicht mehr, also ich weiß nicht mehr, wie geht alle Stunde oder? Ja. Ja, also ich kann entweder. Mit 10? Ja. Also ich kann entweder nach Frankfurt oder abschaffen von 8 Jahren. Aber ja, ich hab's gedacht, also ich bin ja zum ersten Mal, vielleicht gucke ich da ein bisschen in die Stadt. So. Ah ja, genau. Wir haben noch nicht.
Da kannst du dir noch ein bisschen mehr leichter machen, okay? Das? Ja, schon. Das ist also, das Gewicht hier unten ist das Gewicht nicht hier. Ja, das war ich nicht vom Gett. Die Leute von mir sind jetzt die Jungen, so die Leitungen. Nicht so extrem, aber das ist so ein bisschen leichter, weil es ist sehr schwer, ich meine hier. Dann sollte halt die nicht immer nur so durchschieben. Und es ist nicht viel, dann ist es gar nicht schlimm. Weil jetzt müsste sich für den Jungen in drei alle integrieren und ich bin nur dann die Abstürmer und dann schieben wir das schon an. Ach, halb eins jetzt. Haben wir nichts seit halb zwölf? Halb eins. Hm? Halb eins. Was machen wir? Ja, wollen wir schneiden. Holz halt. Hm? Ja, wir machen das. Das wollte ich machen. Das war bei der anderen. Warst du schon mal da? Bei der anderen. Ja, gut. Ich meine, ich mache jetzt aber die Tagemänner. Ihm das Ohr machen? Nein, glaube ich, mache es zu. Also aber. Wie zu? Also. Zusammen? Ja. Also mach. Aber willst du nichts mehr machen? Ich weiß nicht, was du nicht wieder machen willst. Also ich meine, dann geht das Haar, also dieser Vor kaputt, wenn ich das zusammen mache. Sieht es noch zusammen? Bringst du es nicht mehr zusammen, ne? Bringst du es nicht mehr zusammen, ne? Bringst du es noch zusammen? Ja, es geht. Ja? Ich meine, die Leute, die noch umspielen, die müssen ja schon in der Wehrsache.
die Achillen sind auch noch so. Weißt du vielleicht schon die Bürste? Ich glaube nicht, dass wir sowas haben. Warte, ich guck mal. Schöne Sachen auf, du? Oder in die Toilette gehen, Strumpfhose aus, Schleudern anziehen. Ja, aber ich habe es gesehen, du hast also in meinem Nacken sitzt so ein Ding. Ich glaube, das hier. Nee. Da. Mhm. Oder womit hast du da? Bei der Föhn. Ach so, ist mit Föhn. Aber ich glaube nicht, dass es mit Föhn weggeht. Das ist eigentlich nur wegen, ja. Das ist ja nicht jetzt.